Über Jahrhunderte lag es versteckt inmitten der österreichischen Alpen, das Stift Admont. Doch heute, im Zeitalter von Instagram und TikTok, ist das Kloster in der Steiermark für alle zugänglich. Die Bibliothek ist mittlerweile ein beliebtes Motiv für Influencer aus aller Welt. 70 Meter lang ist sie, ihre Decken schmücken Fresken und Motive, die auch in der Sixtinischen Kapelle zu sehen sind. Darunter prächtige Regale und 70.000 Bände. Das älteste Manuskript stammt aus dem 8., der Raum selbst aus dem 18. Jahrhundert. Zwei der 23 Ordensbrüder hier kümmern sich um den Auftritt des Klosters in den sozialen Medien. Und auch Mario Brandmüller weiß Bescheid. Er ist Geschäftsführer der Kaiserau Tourismus GmbH. 2018 haben wir noch begonnen mit, ich glaube, mit 4.500 Abonnenten auf Facebook und mittlerweile liegen wir bei 160.000 Abonnenten. Also innerhalb von 4 Jahren viel Arbeit und viel Analysen ist es uns gelungen, eine Reichweite von damals 10.000 Besuch, also 10.000 Personen online auf mittlerweile 20 bis 30 Millionen pro Monat zu erhöhen. Auf der Internetseite des Klosters können User einen virtuellen Rundgang unternehmen und spirituellen Rat finden. Dutzende User und Influencer erzählen online von der Geschichte des Stifts. 950 Jahre wird das Kloster bald alt und hat den Sprung in die digitale Gegenwart längst gemeistert.